Diese Nacht ist Gott sei Dank auch vorüber. Oh ja. Jetzt ist er mal Zeit aufgequält. Moin, Bernd. Ach, in der Früh kommt noch keiner beim Saufen. Hallo, Postkarten anscheinend machen wir mit Briefpackelbude ist da. Wieder keiner da, immer dasselbe in diesem Saftladen. Hallo, Fred, ja, grüß dich da bald einmal. Sag mal, bist du noch gesund? Du bist nur der Sparifankerl im Kasperltheater. Was kriegst du denn da am Boden rum und rührst dich nicht, wenn ich schrei? Ein Fünferl ist mir abgefallen. Was, ein Fünfer? Nicht ein Fünfer, ein Fünferl. Mach deine Arbeit schon auf, oder? Du wirst ja von Tag zu Tag geiziger. Wieso denn? Geh am Fünferl, grab ich dir am Boden umeinander. Ja, ganz einfach. Letztes Mal habe ich einen Fünferl verloren, dann hab's gesucht, aber 10er gefunden, hab ich 15 Pfennig gehabt. Was möchtest denn du in aller Früh schon bei mir? He? Von dir gar nichts. Ein Tagel habe ich für deine Schwiegertochter Christa Stange. Ja, und deine Schwester, die Tante Lene, ist am Anrollen. Oh Gott, das will, da wird sie mein Herr noch freuen. Da wird sie jubilieren. Jubilieren? Ja. Lass lieber singen, das kann's auch nicht. Ja, da hast du einen Tag. Ja. Ja, guten Morgen. Hallo. Herr Stange wird, bist du auch schon auf? He? Sag mal, schlaft jetzt du überhaupt nicht mehr? Herr Bürgermeister, ja. In blöde Herreden übertrifft dich keiner. Ja, drum bin ich ja auch Bürgermeister. Komm, gib mir den Stempel Schnaps. Vor der Sitzung, da brauche ich immer eine kleine Stärke. Ja, was steht denn heute auf der Tagesordnung? Die Verkabelung. Ah, Verkabelung. Verkabelt werden wir jetzt demnächst. So, so. Und deine windschiefe Fernsehantenne, die kommt jetzt runter vom Dach. Ja, spinnst du dir, da sehe ich ja nichts mehr. Dafür kriegst du ein Kabel. Weil mit sowas habe ich mich jahrelang unterhalten. Ja, der Briefmarkenschlecker, du Blöder. Machst du, ich weiß nicht, was eine Verkabelung ist, ich brauche aber kein Fernsehkabel, weil ich gar keine Zeit habe zum Fernsehen. Ja, da wirst aber wahrscheinlich nicht du alleine gefragt werden, gell? Wir können ja nicht ewig hinterherhängen. Du? Sowieso. Wenn wir schließlich auch mal RTL sind. Außerdem ist mir das wurscht. Du sag mal, es steht drauf, wann's kommt, hä? Nein, das hat's nicht geschrieben. Sag einmal, spinnst du denn? Du kannst einfach eine fremde Post lesen. Seid ihr nicht so grantig? Okay, ja, gleich wieder. Ja, ich geh auch gleich wieder. Kannst dich gleich drauf einstellen, Stangelwirt, gell? Die Kabelgesellschaft wird keine Kurven machen um deinen Hof rüber. Hm. Vierte. Was heißt vierte? Hallo, Bürgermeister, ich krieg noch 3 Mark. Die schenke ich dir. Okay. Hallo. Fernsehverkabelung, damit Weiber noch mehr in Küsten reinschauen, oder? Du sag mal, kannst draufschieben, wie lange es da bleiben will? Sollte doch einen anderen Deppen zum Vorlesen. Den werde ich nicht mehr finden. Du Geil, was deine Wut nicht an einem unschuldigen Briefträger ist. Ich bin aber gleich beleidigt und ich schnappt es dir nieder. Ich lade dir auf einen glatten Schnaps dazu. Muss ich mir erst überlegen, ob ich mich dazu überreden lasse. Ja. Überredet. Der Herr Feichtelmoser. Mei, was für Freude aber auch, gell? Sag einmal, hat dir jemand gerufen? Nein, das nicht, aber ich bin jetzt gerade da beim Putzen. Sag's einmal, haben Sie nicht was drin für mich in Ihrer Tasche? Au! Lassen nicht Ihre unqualifizierten Finger aus einer amtlichen Postboten-Austragetasche. Außerdem fragen Sie mich das schon seit 2 Jahren. Irgendwann nervt es, Fräulein Scheiblinger. Was ist denn mit dem Fräulein? Wir sind zum Putzen anfangen, bevor ich nachher hier. Ah, ich bin ja schon unterwegs. Also. Und Sie brauchen gar nicht so grob zu mir sein. Sie passt, Bote, Sie. No, no. Und übrigens, kann es ja wirklich einmal sein, dass mir einer schreibt, irgendwann. Wann denn? Warum denn? Was denn? Wer denn? Wer? Sie zum Beispiel. Ja, wo Sie von mir so viel Gutes erfahren. So, Gutes erfahren, das ja. In welcher Form, wenn ich fragen darf? Hä? Ja, zum Beispiel von Leberkäse, Würstel. Was? Au, jetzt meine, hab ich mich verratscht. Mit meinen Würstel können die. Ist der Fred Walsh hier am Postboden, du brauchst keinen Schnaps mehr. Das ist ja alles, was ich da höre, alles sehr hochinteressant.
Was ist denn da hochinteressant? Das ist überhaupt nicht interessant und hoch schon gleich gar nicht. Das ist irgendwie logisch. Hm? Wenn ich schon für euch seit Jahren einen Deppen mache, hm? Und für sämtliche Weiberleute, auch sämtliche Versandhäuser, sämtliche Backel da herschlepp, ja, dann wird's doch ab und zu mir Radl Wurst leiden, du Hungerleider, du Nodiger. Okay, mehr sag ich nicht. Braucht's ja nicht. Weißt was? Und in Zukunft holst du deine Backel selber von der Post ab. Das, bald hätte ich's vergessen. Ja. Ist dir schon zu Ohren gekommen, dass genau gegenüber, also direkt vor der Stanglerischen Nasen, eine Tankstelle gebaut wird? Was? Ja. Wie? Wo? Wann? Ja, das aber natürlich, wenn ich dir das nicht sag, dann spannst du das erst, wenn der erste Fernlaster zum Tanken da steht. Ja, Pfundig! Na, reden Sie endlich was bei uns! Du hast ja du Riesenrind, wie von einem Bärenjäger. Dann muss man das nicht sagen, wenn der Bürgermeister da war. Dann hätte man gleich packen können. Ich sage, der hier geht dich über die Posttaschen nicht hinaus. Was schreist du denn, Leo? Mir ist doch das wurscht. Ich brauche keine Tankstelle. Ich habe ein Fahrradl. Hab ich Ehre. Ja, hab ich Ehre. Vielen Dank für den Schnaps, den du selber gesoffen hast. Ja, dazu, danke. Dann sag ich. Und dir da drum sage ich Folgendes. Wenn da drüben eine Tankstelle hingebaut werden sollte, dann könnt ihr ihr Leben, zu was ein amoklaufender Stanglwirt fähig ist. Ja, hier, das nehme ich noch einmal. Ja, was schreist denn da jetzt? Mio? Und jetzt schreist du? Ich konnte nichts dafür, ich hab doch auch bloß ein Radl. Ich bin nämlich bedeutend, vergesst, dass ich in Sanftmut erzogen worden bin. Gut, dann putze ich ihm nicht mehr. Ja. Nein. Eine Frechheit, sowas. Eine Tankstelle vis-à-vis von meiner Wirtschaft. Ja, hat denn die Welt schon sowas gesehen? Aber den Bürgermeister, dem werde ich meine Meinung sagen. Der kann was. Ja, der kann mich auch. So, das brauche ich jetzt. Unbedingt. Ja. Frühstück nehme ich an, hä? Ah, was heißt Frühstück? Seht ihr sehr gesund sein auf den nüchtern Magen. Heute bitte reiz mich nicht, gell? Sonst werde ich heute noch zur Bestie. Ah, was, das sagst du in der Früh schon? Ja. Oh, was erwartet mich da erst am Abend? Ja, mach dich nur lustig über mich. Seit ich heute früh aus dem Bett gekrochen bin, kommt eine Katastrophe nach der anderen herein, ne? Da drüben, genau vor den Nasen, wollen sie eine Tankstelle hinbauen. Hat mir gerade der Feistler gesagt. Ah, was du jetzt sagst. Da müsst ihr doch mir als Erste was davon wissen. Der Bürgermeister, dieser scheinheilige, hinterlistige Patron, der kann von mir was erleben, das sag ich dir. Mein Gott, na reg dich doch nicht so auf. Geredet wird viel. Und wer weiß, ob das überhaupt stimmt, was der Feistelmoser sagt. Als Erstes brauchen sie deine Unterschrift als direkter Nachbar. Und die gibst dir da halt nicht. Ja, meinst du? Ja? Da kommt noch was. Was denn? Außerdem, unsere Gerdi. Diese geistig zurückgebliebene Deutschen füttert unseren Leberkäs und unsere Würstel an den Postboden. Was sagst du jetzt? Dass das bestimmt keine Katastrophe ist. Der hat gut arbeiten. Aber nicht mit mir, weil ich krieg keine Backe. Außerdem schweiße meines Angesichtes muss ich meinen Leberkäs und meine Würstel machen, damit der Postbote wegfrisst, oder? Mei, hast du eine Krankheit. Aber heute spinnst du schon ein bisschen, gell? Meine liebe Gattin, sag nie mehr, dass ich spinn. Sonst glaub ich sogar. Nein. Das ist ein Kreuz mit dem Mannspritz. Der, wenn am Abend ein bisschen dicht war, dann ist er nächsten Tag nicht mehr zu genießen. Nicht mehr zu genießen, will ich bestreiten. Mein Zorn ist berechtigt. Ja, ganz bestimmt, mein lieber Mann. Ja. Übrigens, der Stefan, der fährt heute mit einer Fuhr Langholz zum Achingen auf. Hilft ihm schon aufladen, gell? Ich bin heute undisponiert. Ich lade weder Holz auf noch ab. Du tust das, was ich sag. Ach so, Freilich, hab ich vergessen. Entschuldigung. Pamperle! Was willst du jetzt? Zuerst hältst du umeinander, dann muss ich wieder da bleiben. Du hast vergessen, mich zu küssen. Hä? Morgenbussel hab ich noch keins gekriegt. Ist nicht möglich. Gestern auch schon nicht. Ja, was reichen denn da für Nebensächlichkeiten? Sag ich doch. Also pass auf, Weibeli, das verschieben wir bis heute Abend. Also sowas gescherzt. Jetzt gibt der mir kein Bussel und ich habe so drauf gewartet. Da kannst du noch lange warten.
nicht wieder rein. Also das Geschäft ist ja kaum zu bewältigen. Was dann jetzt die Familie Stangl, wenn's mich nicht hätten? So hast du den ganzen Tag bloß Gerdi hin, Gerdi vorn, Gerdi macht dies, Gerdi macht jenes. Aber es ist nix, der Kind. Ach was, ich halte mich schadlos. Ja, grüß dich Gott, Gerdi. Langsam erstickst mir ja sonst. Kaum schiebt man groß, bringt man rein. Der hat man schon direkt unterbrochen dabei. So, jetzt ist alles drin. Na, Schwiegersohn in Spee, was kann ich für dich tun, mein lieber Markus? Streng dich nicht an, du kannst gar nichts für mich tun. So knallhart hättest du es jetzt auch nicht sagen brauchen. Du Lackel, du Gschirrer. Also gut, wenn du jetzt allerdings von mir wissen möchtest, wo deine geliebte Silvia ist, dann muss ich dir sagen, für eure Amoren bin ich nicht zuständig. Weißt du was? Such das selber. Du bist halt wieder grantig. Aber ich such mir schon selber. Nur keine Angst. Pass mal auf. Bei euch zwei scheppert's noch mal gewaltig im Schachtel. Weißt was? Du gehst mir ganz schön auf den Wecker. Ach, und überhaupt, ein bisschen blöd bist du sowieso. Dass das warst, bei Silvia war bis in den Morgenstunden unterwegs. So, das habe ich jetzt noch nicht drücken müssen. Ich war blöd. Muss ich mir das überhaupt gefallen lassen? Na, wirklich nicht. Na, ich is lieber wieder. Immer wenn ich frustriert bin, muss ich essen. Einen wunderschönen guten Tag, liebes, verehrtes Fräulein Scheiblinger. Der Lehrer Doldenhold. Holdendold. Mir sind alle Frauen hold. Nein, was kann ich für Sie tun? Ich werde mich diesbezüglich noch umsehen. Immer fleißig, wie ich sehe. Ja, ja, da sehen Sie ja vollkommen richtig, gell? Die Einzige, die in diesem Laden was arbeitet, bin ja sowieso ich, gell? Also die anderen, die stehen ja praktisch nur im Weg rum und reden recht gescheit daher, gell? Bewundernswert. Ja. Wenn Sie mir freundlicherweise zwischen 50 und 100 Gramm von dieser runden Wurst hier verkaufen würden, bitte. Aber natürlich. Dünn geschnitten. Ist das nicht ein bisschen wenig? Ich gedenke heute zu prassen und mir einen leckeren bayerischen Wurstsalat zu bereiten. Ein Pfund Zwiebeln habe ich bereits erstanden. 50 Gramm Wurst und ein Pfund Zwiebeln? Sie haben nicht zufälligerweise heute Abend noch ein Rendezvous? Sie scherzen. Ich meine wegen den Zwiebeln, ja. Was bekommen Sie? Wir bekommen so, ja, der Zong. Einigen wir uns auf 2,70 Mark, gell? Grüß Gott, Herr Lehrer. Grüß Gott. Du, Gerti, bringst bitte dann ein Kilo Schweinsbrunnen her. Und übrigens, weil es mir gerade einfällt, den nächsten Tag kriegen wir eine Aushilfsverkäuferin für den Laden. Was? Ja. Ja, wieso denn? Da bin doch ich da. Mei, du hast genügend andere Arbeit. Ich weiß schon. Putzen, putzen, putzen. Ja. Richtig. Und dann kriegst du ein kleines Zimmer für den Thomas her. Der kommt auch den nächsten Tag wieder zurück. Was? Der Thomas kommt? Dieses Thema ist vom Tisch. Mach den Mund wieder zu. Thomas! Aber ich heiße doch Armin. Ihrem Gesichtsausdruck nach zu urteilen, habe ich da wohl keine Chance mehr. Bei was? Bei Ihnen, Fräulein Gerdi. Ich wollte Sie eigentlich einladen, heute Abend, damit wir uns möglicherweise etwas näher kommen. Bei einem Pfund Zwiebeln. Den Herrn da drüben hier nachgerumpft. Nein. Ich verschleudere meine Gefühle nicht an jeden. Eines Tages werde ich putzen, so wie jetzt.
dann wird die Türe aufgehen und mein Märchenprinz wird vor mir stehen. Bei meinem Anblick wird er in Wonne erschauern. Und dann wird er ausrufen. Ja, du Dorschen, du Trauriger. Was geht da an der Arbeit, die bevor er alles schwerst und überlebt den Dogen? Ach ja, mein Gott, nein. Servus, Oma. Ja, sag mal. Kommst du jetzt erst aus dem Bett, ha? Erraten. Und was glaubst du, wie gern ich drin blieben wär? Also, weißt du, das ist schon allerhand. Um diese Tageszeit. Oma, das siehst du falsch. Ein junger Mensch im Wachstum braucht unbedingt ausreichend Schlaf. Drum muss ein junger Mensch am Abend ins Bett. Und du bist noch viel zu jung für so nächtliche Ausflüge. Oma, man ist nie zu jung und selten zu alt. Gut, Herr Kass. Ja. Und warum das bei deiner Mutter nicht frühstücken, hä? Oma, ich möchte jetzt frühstücken und nicht diskutieren, klar? Naja. Du, sag einmal. Was denn? Hast du noch ein Semmel für mich? Nix Semmel. Ein Brot kannst du haben. Was, ein Brot? Ja. Mager. Sehr, sehr mager kann ich da fast sagen. Aber dann hol ich mir wenigstens noch eine Wurst aus dem Laden. Da bleibst. Ein Marmelade gibt's. Und jetzt will ich keinen Ton mehr hören. Eine eigene Metzgerei, aber ein Marmeladebrot. Ja. Ja. Genau so hab ich's mir vorgestellt. Er sitzt da herin und futtert und ich krieg wieder nichts mehr. Tja. Selber schuld, wärst früher aufgestanden. Kennt's jetzt, wir mich nicht einen Tag in Frieden lassen. Jeden Tag das gleiche Theater, hä? Hast du eine ganze Kanne voll, für wen hast du die gemacht? Für wen wohl? Oma, dich, wenn wir nicht hätten. Ja. Dann hätten wir mit Sicherheit eine andere. Und wenn du wieder erst in der Früh kommst, dann sag es das nächste Mal der Mama. Du, gell, trau du ja nicht so auf. Meinst du vielleicht, weil du zufälligerweise ein paar Jahre älter bist wie ich, kannst du große Töne spucken oder was? Es gibt nichts Überflüssigeres wie eine ältere Schwester. Also sowas darfst du auch wieder nicht sagen, Schwager. Ich zum Beispiel brauch's ganz notwendig. Weißt du doch. Hast gerade ein bisschen Zeit? Ja, ein bisschen habe ich. Schmeck, schmeck, schmatz, schmatz. Und nimmer wieder ein Marmeladenbrot. Brauchst du eine Tasse Kaffee, Markus? Ja? Na, danke, jetzt nicht. Ja, jetzt fress halt noch gleich auf. Direkt wieder, wenn das geht. Dann schaut halt nicht her. Genau. Also gestritten wird nicht, gell? Ja, freilich. Wo finde ich meine missratenen Kinder? Bei der Oma natürlich. Jetzt, was, Mama, jetzt war ich mal hab halt ein Stück. Also, was, du lernst das nie. Wenn ich zu den beiden sag, dass wenn sie in der Früh nicht aufstehen, kein Frühstück mehr kriegen, dann gilt das auch für dich. Ist doch so ungesund ohne Frühstück. Ah ja, es ist aber auch ungesund, wenn man auf die Nacht nicht ins Bett kommt und in der Früh nicht ausgeschlafen ist, Markus, grüß dich Gott, entschuldige. Steffel, geh mal her. Wo warst denn du heute Nacht noch? Nach Mitternacht. Ich? Ja, du. Ich hab die Straßenbahn nicht mehr erwischt, oh. Ehrlich. Und warum bist du jetzt noch nicht in der Schule? Weil unser Mathelehrer krank ist. Und jetzt halt mich nicht mehr länger auf, mir pressiert's nicht mehr. Er hätte die Straßenbahn nicht mehr. Zu uns aus geht überhaupt gar keine Straßenbahn. Also der Lauser, der wirklich. Wissen Sie, Frau Stangl, die heutige Jugend, die Sicht ist halt ein bisschen anders. So, aber jetzt muss ich los. Ich muss nämlich heim mit dem Traktor nur zum TÜV. Warte, Markus, ich begleite ihn aus. Ist schon recht. Oma, danke schön für den Kaffee. Ja. Mama, sei nicht böse. Nein, nein. Für dich. Oma, für dich. Für Gott. Sag einmal, bin ich jetzt wirklich schon so alt, dass ich meine eigenen Kinder nicht mehr verstehe? Oma, du musst mir auch nicht immer in den Rücken fallen. Die zwei nutzen das schamlos aus. Was soll ich denn machen? Ich kann es doch nicht einfach fortschicken. Na, das bringe ich einfach nicht fertig. Das brauchst du nicht, aber ihnen einfach nichts mehr hinstellen. Die müssen das einmal lernen. Also, weißt du, Christa, zum Erziehen eurer Kinder, da bin ich mir schon zu alt nur. Da habe ich einfach nicht mehr die Nerven dazu. Das musst schon du und der Stefan selber machen. Ja, mir wird das einfach alles zu viel. Ein Sägewerk, ja. Ein Geschäft, ein Büro, der Haushalt. Und überall müssen doch wir zwei nach dem Rechten schauen. Mein Mann und Stefan, den sehe ich oft tagelang nicht. Da bin ich in der Früh oft ein Bett zerdruckt worden. Wissen die gar nicht, dass ich noch verheiratet bin. Und dabei darf man froh sein, dass das Sägewerk so gut geht.
Und darum verstehe ich einfach an Stefan nicht, dass er jetzt so aufs Übergeben ist. Geht, er hat doch wirklich noch genügend am Hals. Und der Opa, der schafft die Wirtschaft noch gut. Mhm. So jung ist der Opa auch nicht mehr. Auf geht's, ihr Haltbänzler! Hallo, meine Leute, hallo, Schüler! Hallo, Ich hab den Stangelwirt, da ist ja was los. Ja, weil ich wollte ihn heute mal richtig zusammenschimpfen, weil ich eine Stinkwut auf ihm hab. Und warum hast du es dann nicht gemacht? Geht nicht mehr. Die Luft ist heraus. Tatsächlich. Da sitzt es. Jetzt wollen wir jetzt ja viel Zeit haben. Ja, Stefan, sag mal, wann bist denn du aus dem Haus? Ich hab dich heute überhaupt noch nicht gesehen. Ja. Und ich deine arme Mutter auch mindestens schon 3 Tage nicht mehr. Ja, ich dich auch schon 3 Tage nicht mehr. Dann sind sie ja miteinander schon 6. Grüß dich, Mama. Du, ein Opa, der dich brauchen. Ich hab's gemeint, dass du ausnahmsweise vielleicht einmal mich brauchen kannst. Jesus, jetzt schau doch nicht so beleidigt. Die hab ich doch immer. Ja, wo ist jetzt der Opa? Du, der ist gerade raus. Der ist halt so verdächtig gut aufgelegt. Ja, das glaube ich. Bei dem Dampf, den der gestern wieder gehabt hat. Ja, also, das hören wir halt. Ja. Stefan! Was ist denn noch? Du, mir pressiert's. Weißt du, dass ich schon seit einer Ewigkeit, also seit mindestens 3 Tagen, keinen guten Morgenbussel mehr gekriegt habe von dir? Okay. Wirklich? Ja. Ja. Ja, aber da musst du leider bis auf die Nacht warten mit dem guten Morgenbussel, meine ich. Also, meine Mama, schau mal, wie weißt. Also, was soll man zu so einer Frechheit sagen? Na, aber warte nur, dir wird der Schnabel sauber. Bleib mal lieber, wenn du mal wieder antanzt, gell? Danke schön für den Kaffee, Mama. Vierte. Jetzt ist wieder 3 Tage lang beleidigt. Die Hähner schauen sich umeinander. Vater, gut, dass du da bist. Die brauche ich nachher. Ja, ich brauche dich gleich. Du stell dir vor, da drüben wollen sie eine Tankstelle hinbauen. Ja, ja, das jetzt heißt mir nachher. Ich richte jetzt die Fuhr Holz her, dass wir dann gleich fahren kommen. Ja. Okay. Kommst dann gleich, gell? Ja. Servus, Mama. Ja, ich hätte eine. Der lässt mich überhaupt nicht zu Wort kommen. Jetzt reg dich doch nicht so auf wegen der Tankstelle. Das ist bis jetzt nichts anderes als wie ein ungelegtes Ei. Was? Ja. Na gut, du Weibele. Was ist denn? Es war ich aufgelegt für den Busse. Jetzt kannst du lang drauf warten. Dann nur denn nicht. Ich bin ja gar nicht angewiesen drauf. Mal früher sind die Mauern Schlange gestanden. Wenn der Busse von mir gekriegt hätte, hätte man einen Blick erhaschen können. Na, Harget, waren das schöne Zeiten. Mal bin ich den Mauern noch gelaufen. Ich bin aber so gelaufen, dass ich vorn drum war. Na, aber Also, dass du übergeschnappt bist, da hat mir die Erna nichts davon geschrieben. Aber dass du immer schon ein Depp warst, das weiß ich seit deiner Geburt.